Tobi, na, wie ist es? Freut mich, dass es geklappt hat, ne? Direkt zur Frage, und zwar, du hast das Raumschiff ja gesehen, dieses UFO. Was hat es in dir ausgelöst? Dein Weltbild, hat es das vollkommen verändert? Ich habe ein richtiges Problem damit gehabt, habe ich gemerkt, zu greifen auch, darüber zu reden. Ich rede auch nicht oft darüber. Ja, nun okay. Ist das für dich jetzt greifbarer, du das, was du erlebt hast, dass diese, die an der Macht sind, tatsächlich vielleicht solche Menschen Gestaltwandler sein könnten? Ja, da geht's mit mir durch. Aber beim UFO hast du auch so geguckt, ne? Nein, aber was meinst du denn mit Reptilienwesen, Digga? Was meinst du damit, Bro? Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Tobi, mein Hutster. Komm on, Digga, der hat auch 50 Schweizer Franken Rekord. Ich küsse dein Herz, Tobi, in mein Alter. Und los, hallo. Hörst du mich? Bester Mann, ja, wie geht's? Alles gut? Gut, danke. Danke für Siehst du mich? Warte kurz, danke für deine Unterstützung auch, ne, Brudi? Warte. Gern geschehen. Da ist er, Digga, guck mal, der Tobi, langer sympathisch. Jetzt schon sympathisch, Bro. Warte. Jetzt bist du am Start. Gut. Heisenberg, Dankeschön für deine 5 Euro. Liebe geht raus an dich. Unterstützung von mir. Nochmal eine Unterstützung von mir für deinen tollen Content. Du hast Mut und Herz, Bruder. Thank you very much. Liebe geht raus an dich. Heisenberg, mein Jutster. Tobi, na, wie ist es? Freut mich, dass es geklappt hat, ne? Ja, ne? Was machst du? Schon am halb am Pennen, sagst du? Ja, ein bisschen, ja. Kommst du aus der Schweiz, freut ja? Freut mich, dass es geklappt hat. Ja, aus der Schweiz, ja. Direkt zur Frage, und zwar, du hast das Raumschiff ja gesehen, oder dieses UFO. Ja. Was mich wundern, was hat es in dir ausgelöst? Besser gesagt, dein Weltbild, hat es das vollkommen verändert? Also, es war voll schwierig, das irgendwie zu greifen, so. Ich habe ein richtiges Problem damit gehabt, habe ich gemerkt, das so zu greifen auch, darüber zu reden. Ich rede auch nicht oft darüber, weil ich auch weiß, dass viele Leute... Du glaubst auch nicht wirklich daran, ne? Wie bitte? Oder hast früher nicht wirklich dran geglaubt? Nee, ich habe nicht... Ja. Ich habe schon mir immer gedacht, dass es auf jeden Fall Leben gibt außerhalb der Erde. Was ich halt... Aber nicht so. Was ich mir halt immer gesagt habe, wenn ich Leute gesehen habe, die von UFOs geredet haben oder die davon erzählt haben und so, ich dachte mir immer, die haben irgendwas gesehen, was Menschen selber kreiert haben und haben dann gedacht, das sind irgendwelche Außerirdischen, so weißt du? Das war immer so das Erste, was ich gedacht habe. Und das habe ich auch versucht, mit dem, was ich gesehen habe, mir so zu erklären, zu sagen, ja, das war irgendein Flugobjekt von irgendwelchen, weiß ich nicht, Area 51 oder irgendwelchen NASA, die da rumgeforscht haben und irgendwelche Flugobjekte gefunden und erfunden haben, die wir als Menschen vielleicht noch nicht gesehen haben, so weißt du. Ich bin mir nämlich sicher, dass es auf jeden Fall Technologien gibt und Dinge gibt, auch Flugobjekte, die wir als Menschen noch nicht präsentiert bekommen haben von irgendwelchen heftigen Regierungsapparaten, so weißt du. Aber das war zu strange, oder? Das war zu strange. Das konnte nicht von Menschen angewählt werden. Konnte nicht, habe ich sofort gemerkt. Sofort in der ersten Sekunde, wo ich das gesehen habe und wo ich... Ich war ja auch nicht alleine zum Glück, weißt du? Ich war zum Glück nicht alleine. Ich habe noch jemanden dabei gehabt. Und wir haben beide sofort gecheckt, dass es hat nichts mit irgendwas Menschengemachtem zu tun. So, weißt du? Es geht einfach nicht. Also das, was da passiert ist, wie die sich auch bewegt haben und sich... auseinandergezogen und dann wieder zusammengesetzt haben und so. Das war einfach, Bro, das war so crazy, dass ich halt selber so Probleme damit hatte, weil ich bin so ein Typ, ich bin so ein logischer Dude, weißt du, ich bin auch ich habe früher Ingenieurwesen studiert und so, ich bin so logisch unterwegs und ich hatte richtig Probleme, mir das selbst zu erklären, so, weil ich habe dann versucht, mir das irgendwie selbst zu erklären, was hast du da gerade gesehen, was war das jetzt so, weißt du? Und es war halt einfach ein Gefühl, das Gefühl, was ich hatte zu deiner Frage, das Gefühl, was ich hatte, als ich das gesehen habe, war einfach überwältigend so. So Faszination auf einem Level, wie ich es noch nie gefühlt habe vorher. So. Gut, meine zweite Frage an dich. Ja. Ist das für dich jetzt greifbarer, du das, was du erlebt hast? Kannst du dir das vorstellen? Was genau? Anunnaki. Ja, was genau von den Anunnaki? Das Ding ist halt, ich habe
Ja. Okay. Die sumerischen Schriften, ja, die darauf reagiert worden ist, wie das Ganze vonstatten ging, den Van Däniken, der sehr viel über das schreibt, sogar Beweise hat. Er hat tatsächlich Beweise in seinem neuen Buch erwähnt. Beweise? Nein, es sind Beweise. Der sagt ja auch, Beweise sind irgendwelche Zitate aus der Bibel, oder? Nein, in seinem neuen Buch hat er erzählt, und ich weiß natürlich nicht, ob es stimmt, das kann ich nicht beweisen, ne? Yeah. Aber er hat eine Grabstätte, und dort waren Grabräuber, und die haben Aliens-Mumien entdeckt, wo um die 1000 bis 2000 Jahre alt sein sollten. Aber nicht die hier in Mexiko, ne? Nee, und dann, ja, doch, in Mexiko, ja. Es war sogar in meinem Mainstream drin. Und ja, aber das sagen alle, ja, warte, es kann nicht sein. Es ist unmöglich, das sind Puppen, das geht gar nicht. Und das sagte Van Däniken auch. Und ein Kollege von ihm wollte diese untersucht haben und diese Grabräuber auffliegen lassen. Mhm. Und dann hatten sie das Ganze zu Experten geschickt. Mhm. Und diese Experten sagten, diese Knochen sind echt und diese Knochen sind nicht von dieser Welt. Und das sagten nicht nur ein Experte, das sagten nicht zwei Experten, das sagten fünf Experten. Von wo kommen diese Experten? Weißt du, ich bin halt sehr kritisch. Warte. Ja, das können natürlich auch Mainstream-Medien sein, ist ganz klar. Aber, nee, nicht wegen Mainstream halt. Man muss halt wissen, wie unabhängig sind diese Experten. Was war deren Drive, das so, wer hat die beauftragt? Wie werden die, von wem werden die finanziert? Für wen haben die vorher gearbeitet? Man muss halt wirklich tief in die Recherche reingehen, um zu wissen, ob das wirklich sein kann oder nicht. So, weißt du, weil, ja. Eigentlich möchte ich ja mit meinem nach Rom reisen, zu Fuß. Ja. Yeah. Und dann möchte ich eigentlich so ein bisschen diese Antike betrachten und sehen und schauen, ob was für eine Wahrheit drin steckt. Yeah. Und wenn du auch zurückgehst mit den sumerischen Schriften und mit diesen biblischen Texten, wo überall eigentlich die Anunnakis zu finden sind und nicht nur diese, sondern auch in ägyptischen Dingen sogar eine Form beschrieben wird, Gestaltenwandler. Und ich könnte mir gut vorstellen, ich kann nichts beweisen natürlich, absolut nicht. Es geht um die Vorstellungskraft. Dass diese, die an der Macht sind, tatsächlich vielleicht solche Menschen Gestaltwandler sein könnten. Ja, da geht's mit mir durch. Aber beim UFO hast du auch so geguckt, ne? Hast du am Anfang auch immer so geguckt und nachher, was war? Der Leon war auf einmal offen dafür, ne? Warte kurz. Oder nicht? Ich muss ein bisschen heiliges Holz anmachen, warte kurz. Warte. Nein, guck mal. Zu deiner Frage zurückzukommen. Du hast mich ja gefragt, ob ich mir jetzt mehr vorstellen kann, ob diese Anunnaki-Geschichte nicht eventuell real ist oder nicht so. Und eine Sache habe ich mir schon immer vorstellen können, und das habe ich auch schon öfter erwähnt, dass wir Menschen eventuell nicht 100% von dieser Erde stammen hier, sondern eventuell uns gemischt haben mit Wesen von einem anderen Planeten. So. Kann ich mir vorstellen, durch diese ganze Recherche, die ich gemacht habe, und wenn ich gucke, wie wir den Planeten hier behandeln und wir eigentlich die einzigen Lebewesen hier auf dem Planeten sind, die der Erde eher schlechter tun als gut tun. Was aber dann auch wieder, und da gibt es aber auch einen Einschub, den ich da machen muss. Wir waren früher nicht so. Wir wurden getrennt davon, weißt du? Und das ist die neue Welt, so ein bisschen. Aber das fängt ja schon. Warte, lass mich kurz aus. Genau. Und deswegen, ich bin jetzt nicht hundertprozentig verschlossen dem gegenüber, dass es eventuell Leben außerhalb der Erde gibt und dass die eventuell auch schon mal hier waren. Ob wir vielleicht sogar Leben von woanders sind und ob die vielleicht sogar hier agieren oder irgendwas tun oder keine Ahnung. Ich bin diesem Themen nicht komplett verschlossen gegenüber, weißt du? So. Aber ich bin halt sehr, 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 sehr vorsichtig mit Aussagen wie,
das ist safe so. Ich habe fucking, so wie Erich von Däniken das manchmal macht, ich habe Beweise und dann zitiert er irgendein Buch oder irgendeinen anderen Typen, der davon geschrieben hat und sagt, das ist jetzt der Beweis und so. Sowas mache ich halt zum Beispiel nicht, weißt du, ich bin da extrem vorsichtig, nicht nur wegen Öffentlichkeit, weil ich gebe mir Scheiß darauf, was andere Leute von mir denken, das sollten die Leute mittlerweile gemerkt haben, aber ich mache das für mich, ich bin halt einfach so ein Typ. Also, dass ich von irgendwas hundertprozentig überzeugt bin, geht eigentlich nur, wenn ich es selber an eigenem Leib erfahren habe, so, weißt du? Es geht nicht mit, wenn mir irgendeiner irgendwas erzählt. So. Ich muss das fühlen oder erfahren, so, weißt du? So. Aber trotzdem bist du sehr, 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 sehr skeptisch bei gewissen Themen und ich finde es auch gut so. Welche Themen? Ja, aber zum Beispiel? Sag mal ein paar Themen. Vielleicht Reptiloide Wesen gibt, ist nicht der Fall. Also ich meine, auch die Geschichte zum Beispiel, dass die Anunnaki Sklaven hatten. Ah, du lachst so verschmitzt. Nein, aber was meinst du denn mit Reptilienwesen, Digga? Was meinst du damit, Bro? Du meinst so wie der Typ von Domian, also dass irgendwelche Präsidenten so halb Reptiloiden sind, so, wa? Könnte sein, das könnte ja sein. Muss nicht sein, könnte. Weiß ich nicht, Bro. Also, weiß ich nicht. Wenn du jetzt die Anunnaki-Geschichte liest, dann steht ja, dass sie Sklaven hatten, die Gold schürften. Ja. Das steht so in diesen Schriften. Ich sag ehrlich, ich bin bei diesem Anunnaki-Thema, ne? Habe ich mir reingezogen. Ja. Ich glaube, ich habe mir diese Videos angeguckt, das mit dem Gold und wie die das beschreiben, dass Menschen nur als Sklaven kreiert wurden und so, glaube ich nicht dran. Okay. Fühlt sich für mich nicht schlüssig an, aber das ist nur mein Gefühl. Ich weiß es natürlich nicht. Ja, weißt du, diese Anunnaki stammen ja auch nur von feinstofflichen Wesen ab, also von deiner Seite, von Gott, ne? Glaube ich. Und es könnte gut sein, dass es Wesen gibt. Und wieso sollte es nicht so sein? Wenn du die ägyptischen Pyramiden anschaust, könnte es auch sein, dass diese nicht von... Also ich glaube schon, dass sie von Menschenhand erschaffen wurden, aber sie hatten einen Bauplan bekommen, glaube ich. Von wem? Ja, was denkst du? Sag mal. Ich glaube, sind für dich Anunnaki und Reptilien das Gleiche oder was? Diese Reptilientypen und die Anunnaki sind die gleichen oder was? Die Reptilien, glaube ich, sind die Sklaven gewesen, die unter die Erde verdammt wurden. Und von wem? Ich glaube, es steht in den Schriften so geschrieben. Und natürlich weiß ich nicht, ob diese richtig übersetzt wurden. Also ich muss auch sagen, man muss immer skeptisch bleiben bei so Sachen, aber ich finde es sehr, sehr interessant, was drin steht, was überliefert wurde und dass diese Menschen, die darüber berichten, nicht als verkehrt angeschaut werden oder verdammt werden, wie zum Beispiel gewisse Leute, die einen Aluhut aufhaben. So wie ich finde das sehr interessant. Ja. 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 Ich glaube halt, aber das ist halt nur mein aktueller Wissensstand. So, ne? Ich bin halt bei ein paar Themen, die sind so abstrakt für mich und ich habe auch teilweise das Gefühl, dass diese Themen teilweise sogar extra installiert werden, um die Leute, die ein bisschen hinterfragen, verrückt aussehen zu lassen. Wie zum Beispiel bei diesem flache Erde-Thema oder bei diesem Reptiloiden-Thema und so. Ich fühle da einfach auch nichts. Weißt du, ich fühle da auch nichts. Und ich höre halt auch ein bisschen. Ich höre auch ein bisschen auf mein Gefühl, wenn ich mich mit Themen auseinandersetze. So. Ja. Und wo ich was fühle, wo ich fühle, so, das sind Themen, die wichtig sind. Das sind Themen, die man den Menschen mehr näher bringen sollte. Das sind Themen, wie man Menschen zum Aufwecken bringen kann. So, darauf versuche ich mich zu konzentrieren und die fühle ich auch viel mehr als jetzt irgendwelche flache Erde-Sachen. Verstehe, in diesen Wesen, die gefunden wurden, die in Anführungs- und Schlusszeichen 40 bis 60 Zentimeter groß sind. Du meinst diese kleinen Aliens, ne? Diese zwei. Ich blende das mal ein für den Chat. Die drei. In einem wurden Eier gefunden. Na klar, es kann alles erstunken und erlogen sein. Ich sag, die wurden mit 3D-Drucker gemacht.
Kann auch sein. aber wenn wir in die feinstoffliche Ebene gehen... Krass auch, dass die in Mexiko gefunden wurden, ne? Crazy, Alter. Und es ist auch crazy, also ich glaube, die meisten Leute, die das gesehen hätten, was ich gesehen habe, so, hätten das sofort geglaubt dann mit diesen Aliens. Aber ich bin halt trotzdem... Ich bin trotzdem immer noch... gut, eine Grundskepsis zu haben. Ich meine, ich hatte zum Beispiel schon 30 Pilzerfahrung, Magic Mushroom. Oh, shit. Im Bereich, aber ging dann zurück zu der Meditation, weil man mit der genau dasselbe erreichen kann. DMT-Ausschüttung, ja. Kontrollierter, du bist nicht ausgeliefert 6 Stunden lang, weißt du? Ja, und vor allen Dingen auch langfristiger so. Also die Erkenntnisse, die du da machst und die Erfahrungen, die du machst, die sind, die passieren ja quasi in der, also du kannst das besser implementieren, als wenn du nur was von außen nimmst und dann diesen Effekt hast eventuell und dann wieder zurückkommst ins Normale und dann so. Weißt du, deswegen glaube ich auch, dass du langfristig mit Beten, Meditieren, Yoga etc. pp. Einen besseren Effekt hast auf diesen DMT-Ausschuss. Manche Leute, ich hab auch so einen Schamanenkumpel hier, manche Leute brauchen irgendwie diese Erfahrung vielleicht einmal, um den Zugang zu finden, so kann ich mir vorstellen. Manche Leute sind gesegnet mit einem guten Zugang, so. Jeder ein bisschen anders, so. Weißt du? Ja, ich glaube, also ich hatte es in der Kindheit sehr fest und hatte es verloren mit dem Erwachsenwerden. Und mit dem DMT, nicht DMT, mit dem Pilzerfahrung, was ja auch DMT ausschießt aus einem oder holt aus einem, fand ich das wieder. Aber wenn man, es ist wie eine Nahtoderfahrung ähnlich. Und wenn man es so betrachtet, sind wir eigentlich alle in einer Art Illusion, die sehr echt ist. In Anführungszeichen, das ist immer auch wieder so eine Sache. Die Illusion meiner Meinung nach kommt dadurch, dass wir alle durch Programme und durch Beeinflussungen seit der Kindheit auf alles sehen durch diese Filter durch. Wenn du diese Filter alle auflöst und wenn du anfängst, bewusster zu werden, meiner Meinung nach kannst du dann die Realität sehen. Also das, was wirklich passiert. Die meisten Leute sehen und nehmen gar nicht richtig wahr, was wirklich passiert. Und das ist für mich eine Art Matrix und Simulation. Das findet eigentlich nur in deinem eigenen Kopf statt. Aber ich bin überzeugt davon, wenn ich erwacht bin und wenn ich richtig bewusst geworden bin und du auch, dann sehen wir das Gleiche. Das ist nichts anderes, weißt du? Aber durch diese Programme und Filter leben wir halt in einer Art... Ja. Aber ich bin zum Beispiel auch nicht der Meinung, dass wir... Manche sagen ja, dass alles eine Simulation ist und dass es keine Realität gibt. So. Meiner Meinung nach gibt es eine Realität, die kannst du sehen, wenn du bewusst bist. Und dann gibt es auch noch eine andere Realität, beziehungsweise Dinge, die passieren, die du nicht sehen kannst. So. Das ist aber beides Realität. Ich glaube, wir sind hier, um zu lernen, um zu begreifen, um zu erfahren, negative sowie positive Erfahrungen. Und schlussendlich, wenn wir sterben, werden wir in eine viel in einem unendlichen Leben sein, was alles umgibt, was wir spüren können, dass wir die ganze Welt sein können. Also das spürte ich schon mal, die ganze Welt. Meine Hände waren Sand, meine Beine waren die Berge. Ich war in der Meditation schon ein ganzer Bienenschwarm. Die Aliens kamen zu mir und begrüßten mich. Oh, shit. Ja, ist krass. Und ich glaube eben, aber man verliert es schnell wieder. Der Tobi ist mies in der Recherche, meine lieben Freunde. Ja? Shoutouts. Ja, ich weiß, was du meinst. Alle deinen Aluhut auf, ist sehr wichtig jetzt. Ne? Nein, ich finde es stark von dir, dass du hier deine Erkenntnisse teilst und deine Erfahrungen und so. Ich weiß das zu schätzen, Tobi, nur dass du Bescheid weißt, ne? Soll ich jetzt nicht hier so rüberkommen, als ob ich mich gerade lustig mache über dich. Ich find's gut, dass du hier deine Erkenntnisse auch traust, dir dein Gesicht zu zeigen und so. Du bist auch ein Guter. Ich hab sofort gemerkt, wo du die Kamera angeschaltet hast, du hast gute Ausstrahlung. Ja, danke. Gute Seele. Also du hast mir auch schon viel geholfen mit deinen Videos. Deshalb habe ich gefunden, ja, jetzt kann ich mal ein bisschen spenden. Ne? Geiler Typ, ich schwör's dir. Dankeschön auf jeden Fall für deinen Support. Ja, und auch deine Erkenntnisse so. Viele Sachen hören sich halt für viele Leute crazy an, weißt du? Und ich zum Beispiel... Meine Erfahrungen, nicht eure. Also
macht sie selber diese Erfahrungen. Und ich denke, nach dem Tod wird sehr vieles realer sein. Ich denke, der Tod ist so eine Art Brücke zu dem, was wir wirklich sind. Ja. Ja. Oder wir werden wiedergeboren. Das kann ich natürlich nicht sagen. Wir wissen so wenig. Wir wissen eigentlich gar nichts. Ich glaube halt, der Tod. Ich glaube auch, dass wenn, ja, ich glaube, wenn du stirbst, gehst du zurück nach Hause, da, wo wir herkommen. Das, was alles ist. Also Gott, für mich persönlich, so, weißt du? Und ich glaube aber auch, dass du in dieser menschlichen Erfahrung hier schon so schnuppern kannst, sag ich mal, weißt du, wie ich meine? Das heißt, ich habe gemerkt, umso bewusster ich geworden bin, was du gerade beschrieben hast mit dem alles zu sein, umso bewusster ich geworden bin, umso mehr habe ich verstanden, dass ich mit allem verbunden bin, so. Dass in jedem Menschen was Göttliches steckt, in jedem Tier und in jeder Pflanze und in jeder alles, was natürlich ist, so. Du kannst dich überall wiedersehen, weißt du? Wenn du bewusst wirst, dann merkst du, dass wir alle eins sind, so. Du merkst es einfach. Und diese Erfahrung kannst du halt hier schon machen, während der menschlichen Erfahrung, und das bringt dich dann auch den Menschen näher. Und ich glaube, das ist auch das, was ich den Leuten beibringen möchte, damit die Welt halt in eine positive, ich glaube halt, wenn eine gewisse Masse, kritische Masse an Menschen das verstanden hat, dann wird die Welt automatisch wieder mehr zum Paradies werden, weißt du? Also lieber Chat, geht meditieren jeden Tag, es bringt wirklich was. So. Und löst euch von schlechten Gewohnheiten. Ändert was in eurem Leben, wenn es zu Gewohnheit wird und euch nicht gefällt. Das musste ich auch machen. Andreas schreibt gerade, Tobi braucht einen Channel, habe ich das Gefühl. Tobi. Kanale Tinnenmänner, ne? Ich habe sogar einen Channel und ich werde reisen nach Rom. So. Und das jeden Tag dann bringen. Du kommst auch schon rüber wie so ein YouTuber oder so, ich schwör's dir. Jetzt sei ehrlich. Danke. Ja, ich habe ja schon, ich mache ja Videos. Also ist das dieser Kanal hier jetzt gerade, mit dem du hier gerade reingechattet hast, Digga? Folgt dem Cousin mal. Aber auf Scheiße durch. Ist mehr ein Schwurbelkanal. Normal, da hätte ich jetzt aber auch nichts anderes erwartet von dir, mein Jutster. Geht mir die Corona-Zeit zurück. Gut. Als wir auf die Straßen gingen und gegen das Corona-Regime gekämpft hatten. Wie heißt der Kanal? Hatte ich ja, ihr seid nicht, oh, warte mal kurz. Warte kurz. Ich bin auch hobbymäßigen Fotograf. Ja. Auf Dinge findest du auch gute Bilder und die möchte ich dann rüberbringen auf meiner Reise. Nice. Mit Videos, ja. Wie alt bist du, und Tobi, eigentlich? Ich bin 40. 40? Am 30. August werde ich 40, ja. Stark. Hast du Familie? Hast du Familie? Nein, ich bin Single. Ach, krass. Irgendwie habe ich so ein Gefühl gehabt, dass du vielleicht Kids hast. Nein, leider nicht. Also, kommt noch, Bro, du bist in deiner Prime gerade. Aber du, jeder geht seinen Weg, wie er will und wie er macht. Und ich bin froh, mit mir selber im Reinen zu sein, mit mir selber das Glück zu haben. Selbstliebe klingt krass egoistisch, aber das braucht es manchmal. Es fängt bei dir, aber es nicht manchmal, es fängt bei dir an, wenn du dich selbst nicht liebst, wie willst du andere lieben? Wenn du dich selbst nicht gerettet hast, wie willst du andere retten? Es fängt alles bei dir an. Das ist das Beispiel vom Flugzeug. Du bist im Flugzeug, das Flugzeug stürzt ab, die Masken kommen runter. So, was machst du jetzt? Ja. Da sind 100 Kinder im Flugzeug. Stehst du auf und hilfst all diesen 100 Kindern und stirbst vielleicht beim dritten Kind oder ziehst du dir selber erstmal die Maske an und kannst dann viel mehr Leuten helfen, so. Weißt du? So. Deswegen. Das kommt drauf an, wie Angst du hast. Und die Angst ist der schlimmste Feind von dir. Das ist eine der schlimmsten Ängste auf jeden Fall. Beziehungsweise die Angst, meiner Meinung nach, die Angst vorm Tod ist die Ursprungsangst für die meisten Ängste, die wir haben als Menschen. Und damit kontrollieren die uns auch. Weißt du? Und wenn du das begriffen hast, kannst du, spürst du die Umgebung um dich herum. Dann kannst du Bäume umarmen, die Augen zumachen und die Energie spüren, die Beste. In dem Baum Beste geht. Leben.
Beste. Es ist so krass, ich kriege jetzt schon Hühnerhaut. Ist brutal. weil es ist so eine positive Energie, ist so, die uns umgibt. Und das ist für mich auch. Mir Tränen in die Augen, ja, weil es so schön ist. Und das ist bedingungslose, also das ist bedingungslose Liebe, Digga. Weißt du? Das muss man sich auch mal bewusst machen. So, die Natur gibt uns bedingungslose Liebe die ganze Zeit. Auch die Sonne, wenn ich in der Sonne bin, die erwartet nichts von dir. Weißt du? Du kannst da hingehen und die gibt dir das. Einfach so. Und du musst nicht mal eigentlich was zurückgeben. So. Kannst Liebe zurückgeben, wenn du möchtest. Aber selbst wenn nicht, dieser Baum wird dir trotzdem diese bedingungslose Liebe und Energie geben, so, weißt du? Und daran sollten wir uns orientieren als Menschen.